Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Mal kurz gucken, wir sind hier unten. Mal gucken, haben wir genügend Zeug dabei, weil wenn ja... Ich lasse mal ein bisschen was hier. Und dann würde ich jetzt mal die Höhle erkunden wollen. So, alles reinpacken im Stöcker. Nehmen wir mal die Hälfte mit. Kohle kann hier bleiben. Pflasterstein kann auch hier bleiben. Eisenbarren, die Hälfte lasse ich hier. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben, das. Jo. Okay. Ein bisschen Erde, sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Schwert haben wir. So, mal gucken. Gucken wir erstmal hier. Ob es hier irgendwo weitergeht. Sieht nicht so aus. So, ich habe mir für die heutige Folge zwei Themen ausgesucht. Beziehungsweise überlegt. Und zwar das erste Thema. Der Dislike-Button bei YouTube. Ich habe gehört, dass der demnächst verschwinden soll. Und hätte gerne mal eure Meinung dazu. Benutzt ihr den? Wenn ja, in welchem Zusammenhang nutzt ihr den? Weil ich habe bisher leider die Erfahrung gemacht, dass die meisten, quasi eigentlich die Hater, permanent das eigentlich nur benutzen, um wirklich Schaden anzurichten, beziehungsweise ohne vernünftige Kritik dabei zu äußern. Und das finde ich ja dann doch ein bisschen sehr, sehr schade. Aber da gehen jetzt bereits Gerüchte rum, dass der innerhalb der nächsten zwei Wochen von YouTube wieder entfernt wird. Muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Und ja, mit der Kündigungstour sind wir hier auch schon wieder durch. War ja ganz schön kurz. Ich glaube, ich muss mich da irgendwie dann mal durchbuddeln in irgendeine andere Richtung. Mal gucken. Ja, aber diesen Dislike-Button, ich persönlich benutze ihn gar nicht. Weil ich bin der Meinung, wenn mir irgendein Video nicht gefällt, dann schalte ich einfach weg. Ganz einfach. Und alternativ kann man natürlich dann auch ein bisschen Feedback da lassen, wenn ihr meinetwegen Let's Player oder so irgendwo sich ein paar Fehler erlaubt hat oder so, kann man ja gerne ein Feedback hinterlassen. Da freuen die sich auf jeden Fall drüber, weil jetzt einfach... Ja, ich möchte nicht sagen aus Bosheit, aber einfach so dann ein Dislike zu geben, das kann doch manchmal sehr stark am Ego kratzen. Und deshalb finde ich das eigentlich absolut nicht gut. Aber wenn YouTube den jetzt wirklich wieder entfernt, gibt es da zumindest einiges an Hoffnung. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein Gerücht. Zumindest so wie ich das sehe. Und da heißt es erstmal noch abzuwarten. Ich bin jedenfalls nicht traurig, wenn er verschwindet. Aber ist natürlich meine Meinung. Würde mich natürlich interessieren, was ihr davon haltet. Weil gerade der Dislike-Button und der Like-Button, Facebook hat's vorgemacht, oder YouTube, eins von beiden, nehmen sich ja nicht wirklich viel, was das angeht. Aber da finde ich es dann im Nachhinein betrachtet auch gut, dass der bei Facebook so ein Dislike-Button es nicht gibt. Natürlich sind manche Kommentare oder so, die man da liest, durchaus ein bisschen schwachsinnig. Und manche davon haben bestimmt auch ein Dislike verdient. Aber ist jetzt die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und vor allem, was man damit erreicht. Weil gerade auf YouTube, manche Leute machen ja so eine Videos mit Absicht, um zu provozieren. Und wenn man da dann sieht, dass sie da haufenweise Dislikes bekommen, dann hat man denen eigentlich genau das gegeben, was sie haben wollen. Und da ist jetzt die Frage, ob das so sinnvoll ist. Aber naja, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit YouTube und dem Dislike-Button. Und ich sehe gerade, hier komme ich nicht weiter. So, jetzt geht's. Das ist so viel zum Thema Dislike-Button. Postet einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und vor allem, ob ihr ihn selbst benutzt oder ob das jetzt so ein typisches Feature ist, auf das man gerne verzichten kann. Würde mich mal interessieren. So, jetzt holen wir uns hier noch schön viel Sand wieder.
Und dann Thema Nummer 2. Wie die meisten von euch bestimmt mitbekommen haben, war ja derzeitig, beziehungsweise das Wochenende jetzt IFA, beziehungsweise heute ist Montag, heute ist es auch noch. Wer von euch war da? Würde mich mal interessieren. Ich selbst war auch da. Zwar am Freitag schon. Und da würde ich mal gerne so ein bisschen Feedback loslassen zu IFA. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fange einfach mal mit den Sachen an, die mir gefallen haben. Also besonders cool fand ich die Samsung-Halle. Einige werden jetzt sagen, Samsung, die war jetzt im letzten Jahr um einiges schöner oder so. Das habe ich schon von einer Freundin gehört. Aber ich muss sagen, die Samsung-Halle hatte einfach Stil. Die haben das gut in Szene gesetzt. Also wirklich, Inszenierung von den Fernsehern war echt top. Gerade wenn man von der einen Seite reinkam, hier lief man gleich auf die neuen OLED. Na, Displays zu, die hier halt von der Decke runterhingen. Das sah schon ziemlich geil noch dazu, die Musik dazu. Könnte man fast schon sagen, episch. Und das fand ich halt ziemlich cool. Die Qualität der Fernseher kann man drüber streiten. Ich persönlich fand die Qualität jetzt nicht so berauschend, also gerade von den OLED. Aber ist natürlich dann auch so die Sache, inwiefern die da primär, sag schon, Produkte hier benutzt haben, die noch nicht marktreif sind. Was sogar sehr wahrscheinlich ist. Und da muss ich sagen, da muss man schlicht und einfach noch abwarten. Ich versuche das hier jetzt irgendwie zuzubauen. So. Ja, was mich allerdings bei Samsung ärgert, ich habe leider verpasst, mir das neue Windows Phone anzugucken. Das ärgert mich ein bisschen, weil als ich da durch die Halle durch bin, da hatte ich dann schon, hier war es schon ziemlich spät, weil Samsung war auch die letzte Halle, die ich besucht hatte. Da war schon ziemlich spät, da reichte die Zeit einfach nicht mehr. Und durch die ganze Armada von Galaxy, die Samsung da aufgestellt hatte, da habe ich das neue Windows Phone völlig übersehen. Ärgert mich ein bisschen. Aber naja, kann man nichts machen, ne? Jedenfalls Samsung fand ich sehr cool. Also so vom ganzen Standaufbau, das war schon ordentlich. Da hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ansonsten die größte Überraschung für mich, beziehungsweise der Hersteller, der in meinen Augen am meisten abgesahnt hat auf der IFA, war Panasonic. Also relativ unscheinbar auf den ersten Blick, also im Vergleich zu Samsung oder anderen großen Herstellern. Aber der Hammer kam ja da, da gab es so einen kleinen schwarzen Gang, ziemlich gut versteckt. Mit wo dann halt eine 4K-Vorführung war und direkt dahinter ein bisschen weiter versteckt gab es eine 8K-Vorführung. Auf der IFA allgemein der Trend war 4K, aber Panasonic haben es dann echt auf die Spitze getrieben und haben dann 8K-Fernseher hingestellt mit wie viel waren 145 Zoll. Also was für ein Monsterteil. Ich habe mir schon überlegt, scheiß auf Tapete, ich hol mir das Teil, aber kann man natürlich nicht bezahlen. Und vor allem, es lief weitestgehend flüssig. Also es waren zwar nur langsame Bewegungen. Also wenn da mal die Bewegung ein bisschen schneller war, hat man gemerkt, dass die Technik noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Aber das sah einfach mal sowas von fett aus. Also das hat mich echt geflasht. War ich auch sehr überrascht, dass die das so gut auf die Reihe bekommen haben. Aber naja, so viel dann zu Panasonic. War halt ziemlich geil, fand ich. So, jetzt gucken wir uns hier mal durch. Damit die ein bisschen begehbarer ist, die Höhle, genau. So, jedenfalls Panasonic ziemlich geflasht. Die restlichen Bildschirme und so waren auch okay. Inszenierung war auch top, kann man nicht meckern. Jedenfalls Panasonic da auch ganz, ganz vorne dabei. Also hat mich sehr, sehr überrascht. So, jetzt latschen wir mal zurück zu unserem Haus. Hier jedenfalls, welcher Hersteller ist mir noch positiv aufgefallen? Acer fand ich ganz cool.
Da gab es viele schöne Monitore zu begutachten, wo ich auch noch mit den Gedanken spiele, mir einen neuen Monitor zuzulegen, damit ich dann auch mal einen Full-HD-PC aufnehmen kann. Mit meinen jetzigen funktioniert das leider nicht, weil da halt maximal eine Auflösung von 1680x1050 hat. Bisschen schade, aber hey, was will man machen? Haben wir gleich noch ein Ei mitgenommen. So, jedenfalls Acer, relativ großer Stand, wo ich auch überrascht war, dass der so groß ist. So. Achso, wollen wir erstmal nach oben. Jedenfalls ziemlich cool gewesen. Achso, dann, ich war ja primär wegen Audio da. Ja, also wegen Audio und alles, was Game Capture hieß. Da hier in Sachen Game Capture gab es leider bloß Elgato, die da waren. War aber auch sehr, sehr schicker Stand. Relativ klein und knuffig, aber man konnte dementsprechend auch mit den Entwicklern quatschen und das fand ich dann sehr, sehr toll. Weil was nützt es, einen gigantischen Stand zu haben und dann hier kann man damit keinen quatschen. Ist für mich persönlich auch immer ziemlich wichtig, dass ich da mit den Leuten dann auch quatschen kann. Was gerade bei den ganzen großen Herstellern leider ein bisschen vernachlässigt wurde. Aber naja, was soll's? Bei so, futtern. Jedenfalls Elgato war ziemlich cool. Ansonsten, was mich auch sehr überrascht hatte, war Yamaha. Yamaha für Audio kennt man ja. Ziemlich cooler Stand, relativ klein. Die hatten allerdings jetzt eine neue Stereoanlage in kunterbunten Farben. Die haben damit eine ganze Wand geschmückt. Sah schon ziemlich cool aus, klang auch halbwegs vernünftig, auch wenn ich jetzt den neuen Trend mit Bluetooth nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber naja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Samen halt dabei gut. So was Bluetooth angeht. Ich persönlich benutze es gar nicht. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung. Kann natürlich jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt Bluetooth mag oder nicht. So, gehen wir mal hier rüber und ernten das Feld mal schön ab. Jedenfalls Yamaha optisch sehr, sehr cool, gerade mit diesen vielen bunten Farben. Da dachte ich mir auch so gleich, der Traum für Frauen wird war eine Stereoanlage in Knallpink oder in Lila, die noch dazu halbwegs vernünftig klingt, also für den Preis auf jeden Fall sehr vernünftig sogar. Ja, was gab's noch? Beyer Dynamic hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Die hatten da jetzt neue Kopfhörer da, wo man sich aussuchen kann, ob der jetzt im, ich sag mal so, im HiFi-Modus unterwegs ist oder im Studio-Modus. Das hat quasi den Unterschied, dass beim Studio-Modus gibt ja die Frequenzen von der Eingangsquelle so wieder, wie es wirklich ist, beziehungsweise möglichst neutral. Und wenn man halt im Kinomodus unterwegs ist, dann klingt es halt alles ein bisschen fetter, als es eigentlich ist. Ich persönlich fand es ganz praktisch, dass man bei den Kopfhörern dann auswählen konnte, was man davon will. Da haben wir gerade einen Zombie gehört, verdammt. War schon ziemlich cool. Jedenfalls das zu Beyer Dynamic. So, und jetzt leider zu den Sachen, die mir gar nicht gefallen haben auf der hier. Ich wollte gerade Gamescom sagen, aber das war es ja nicht. Was ich sehr, sehr schade fand, war Sony. Also Sony ist war dieses Mal für mich die große Enttäuschung auf der kompletten IFA. Und zwar, das erste war hier gleich, als wir reingekommen sind, der erste Blick ist halt auf die 4K-Fernseher gefallen. Und ich muss sagen, ich fand die so grottig. Weil die haben geruckelt wie Sau. Und als ich war mit meinem Dad da, und als wir da mal mit einem Mitarbeiter quatschen wollten, die hatten keine Ahnung davon, obwohl das vermutlich nur eine einfache Einstellungssache ist. War ein bisschen schade. Jedenfalls Sony für mich die große Enttäuschung. Die hatten auch primär, hatten die noch fast alles auf die PlayStation 3 ausgelegt, wo ich mich frage, die PlayStation 3, ich habe prinzipiell nichts gegen die PlayStation 3, also versteht mich da jetzt bitte nicht falsch, aber die PlayStation 3 ist
gelinde gesagt, genauso wie die Xbox 360 uralt. Die hat auf einer aktuellen Funkausstellung, wo es um neue Produkte geht, einfach nichts mehr zu suchen. Und da war überall die PS3 noch, so wirkte ein bisschen veraltet. Naja, so viel zu Sony, fand ich sehr, sehr schade, weil da hätten die echt mehr draus machen können. So, was gab's noch als Enttäuschung? Naja, Canton hatte ich mich eigentlich besonders drauf gefreut, aber der Stand war sehr minimalistisch gehalten. Ich glaube, die hatten auch nicht genügend Personal oder so. Das war ein bisschen schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, und dann noch eine dritte Enttäuschung war für mich Philips. Beziehungsweise Enttäuschung eigentlich nicht, aber ich habe mir jetzt hier vor der Aufnahme, habe ich mir überlegt, so, ja, was war bei der IFA wirklich cool und was war nicht so cool. Aber bei Philips ist mir einfach nichts in Erinnerung geblieben. Also nicht nur, dass ich ein bisschen vergesslich bin manchmal, gerade was Namen angeht, bin ich sehr, sehr vergesslich. Aber halt bei Philips, mir ist nichts Besonderes in Erinnerung geblieben. Also ein Stand, der war zwar größer, das weiß ich noch, aber mir auch nicht. Fand ich dann ein bisschen schade. Aber ich würde mich mal drüber freuen, wenn ihr mal euer Feedback dazu gebt. Also welchen Stand fandet ihr jetzt besonders geil oder welcher ging in euren Augen gar nicht? Also es wird auf jeden Fall eine interessante Diskussion, wenn ihr euch da einklinken wollt. Ja, so viel zu IFA, würde ich sagen, wa?